inwiefern ihr mich gut hören könnt. Ich befinde mich hier gerade auf dem Speicher. Und zwar habe ich gerade das heftigste Gewitter überhaupt erlebt. Und falls da was bei rumgekommen ist, dann seht ihr jetzt Bilder und Videoausschnitte. Es ist immer noch dran im Hintergrund. Timelapse-Bilder und Bilder von der Canon, die ich jetzt hier noch um mich hängen habe, sozusagen. Oder halt einfach nur auch Videomaterial, was dabei überhaupt rumgekommen ist. Aber jetzt erstmal willkommen zu einem neuen Video und erstmal jetzt das Intro. Gesehen, das Unwetter ist wieder vorbei, es ist im Grunde genommen so gut wie strahlender Sonnenschein, es ist auch wieder brüllend warm, aber mal schauen, ob da vielleicht doch noch mal was kommt. Und ja, wenn noch was kommt, dann habt ihr es auch schon gesehen, dann setze ich es noch rein für mich, ich habe es ja noch nicht geschnitten. Es sind auf jeden Fall coole Bilder dabei, wie ihr gesehen habt. Und ja, was ich noch ein bisschen so mit euch bequatschen wollte, was ich wirklich wichtig finde, ist, falls jemand von euch da draußen meine private Handynummer hat, und ja, falls ihr euch das gefragt habt, mein Bildschirm ist wirklich so zerstört, ist mir halt mit dem Bildschirm auf den Asphalt geflogen. Nein, aber nicht, darum geht es nicht, und zwar es geht darum, falls jemand von euch da draußen meine private Handynummer hat, oder meist weiß, wie ich bei Facebook privat heiße, bitte ich euch dann, behaltet es für euch, schickt mir auch keine Freundschaftsanfrage oder sonstiges, folgt einfach nur meiner Seite, dort werde ich auf jeden Fall immer wieder zwischendurch mal Dinge posten oder auch mal Statements abgeben. Ich werde in nächster Zeit das so machen, habe ich schon angelegt, mir einen extra Facebook-Account. Und ich habe vor, mir demnächst eine Prepaid Alitalk-Karte zu holen. Und von dieser Prepaid Alitalk-Karte werde ich dann die Nummer in einem Video einblenden. Vielleicht werde ich dann ein extra Video zu machen. Dort werde ich diese Nummer dann einblenden. Das heißt, ihr könnt dann mich über diese Nummer kontaktieren per WhatsApp. Ich werde eine WhatsApp-Gruppe erstellen. Es ist nicht meine eigentliche Nummer. Ich finde einfach, so kann man ein bisschen besser auf die Community, auf die Menschen, die mir zugucken, eingehen. Und genau deswegen werde ich diese WhatsApp-Gruppe dann erstellen. Nur bitte bleibt sachlich, keine Beleidigungen etc. pp. Bleibt einfach sachlich. Und ich werde wahrscheinlich dort nicht immer online sein,
weil das wahrscheinlich dann Überhand nimmt. Auch wenn ich nicht so viele Abonnenten habe, aber dennoch. Und ja, ich dachte mir einfach, dass es einfach einen besseren Weg, eigentlich keinen besseren Weg gibt, als so in Kontakt mit der Community zu treten oder mehr auf die Community einzugehen. Und genau deswegen mache ich dann mit dieser Prepaid Alitalk Nummer eine WhatsApp-Gruppe. Und auf dieser könnt ihr, oder in diese könnt ihr mich dann, oder in diese könnt ihr dann eintreten und mich dann über diese Nummer auch kontaktieren, Fragen stellen etc. pp. Dort könnt ihr auch in den Gruppen Fragen, in der Gruppe Fragen stellen. Ich nehme die dann mit in ein Video rein, beantworte die in einem Video. Und ja, ich würde sagen, ich bitte euch nur noch mal innig, wenn ihr meine Nummer habt, meine private oder meinen privaten Facebook-Namen von meinem eigentlichen privaten Account, dann bitte ich euch, haltet's für euch, schreibt mir dort nicht, ruft mich nicht an, macht nichts dergleichen, folgt weiterhin einfach meiner Facebook-Fanseite und dann werde ich in dem nächsten Video oder vielleicht noch in diesem Video, das weiß ich noch nicht genau, vielleicht schon mal den Facebook-Account bekannt geben. Falls ja, dann findet ihr die Verlinkung unten drunter in der Videobox und in der Infobox sozusagen. Ja, und dann würde ich sagen, ja, schauen wir mal, was sonst noch so passiert. Das wollte ich nur so ein bisschen noch ansprechen. Das ist persönlich für mich wichtig, weil ich gestern Abend auch wieder einen Anruf erhalten habe von einer Nummer, die unterdrückt war, wo ich keine Ahnung habe. Dieser nette Herr meinte dann, mich beleidigen zu müssen und dann habe ich einfach aufgelegt. Und sowas finde ich, Leute, geht einfach gar nicht. Und genau deswegen möchte ich das einfach so machen, wie ich es gesagt habe. Behaltet es für euch. Und dann werde ich demnächst halt bekannt geben. Den Facebook-Account und dann die Nummer, sobald ich mir eine Prepaid-Karte geholt habe. Und ja, ich würde sagen, dann schauen wir mal, was sonst noch so heute alles Schönes passiert bei dem Wetter. Vielleicht kommt nochmal Unwetter. Mal schauen, weiß ich noch nicht. Das habt ihr schon gesehen oder seht es noch. Ich weiß noch nicht genau, wie ich schneiden werde. Aber dann würde ich sagen, sehen wir uns später. Ja, ihr seht, ich habe nicht allzu viel gefilmt jetzt, aber es wird auf jeden Fall noch was kommen. Und eine Szene möchte ich gerne was zu sagen, und zwar zu der Szene mit diesem Oberteil hier. Da steht ja hinten was drauf, das habt ihr ja eben gesehen. Und zwar steht da Sea Shepherd drauf. Falls nicht alle von euch wissen, was Sea Shepherd ist. Sea Shepherd ist eine Umweltorganisation, die illegale Fischer daran hindert oder versucht daran zu hindern, die Fische halt zu töten. Und ich finde die Arbeit, die Sea Shepherds machen, recht gut. Ich würde sie sogar sehr gerne unterstützen. Vielleicht mache ich das irgendwann auch. Ich möchte es auf jeden Fall gerne sagen, was mal so. Ich werde es auf jeden Fall sicherlich irgendwann tun. Und jetzt würde mich mal gerne interessieren, schreibt doch mal bitte eure Meinung dazu in die Kommentare, falls ihr sie kennt. Falls ihr sie nicht kennt, guckt euch bitte mal bei Wikipedia was an oder googelt es einfach mal Sea Shepherd. Und oder guckt auch zwischendurch mal D-Max oder guckt D-Max.de, und zwar Whale Wars heißt das, also Walkrieg in dem Sinne. Und da sind die vertreten und diese Organisation wurde halt gegründet von Paul Watson. Mittlerweile sind sie ziemlich groß geworden, haben jede Menge Anhänger und die sind halt einfach so auf dem Standpunkt, wir verletzen keine Leute, aber wir lassen es auch nicht zu, dass die Tiere getötet werden.
Ja, und dann fliegt dann mal so eine Buttersäureflasche aufs andere Schiffsdeck, um den Fang zu stoppen, damit das Fleisch sozusagen ungenießbar wird. Und ja, ich finde die Aktion echt super, auch wenn sie manchmal ziemlich was einstecken müssen. Aber ich glaube, da muss jeder immer manchmal durch, dass jeder mal irgendwelche Situationen hat, wo er was mal einstecken muss. Oder wo er mal einstecken muss. Und ja, ich würde sagen, jetzt gucken wir mal, was wir noch so finden. Es ist mal wieder Zeit für einen kleinen neuen Take, für ein kleines Update. Ihr seht, ich bin draußen unterwegs, es ist richtig geiles Wetter und das auch noch im August, ja. Man muss dazu sagen, hätte ich nicht für möglich gehalten, aber ich werde mir jetzt erstmal so ein kleines Eis holen bei Meckes und ja, den Hund macht glaube ich keiner da. Egal, mal schauen. Was heute, ja, ich würde sagen, sonst noch alles so passiert ist, kommt ein Trecker, es könnte etwas laut werden, aber egal. Der guckt mich jetzt vielleicht ein bisschen blöd an, aber scheißegal. Ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns später. Leute, habt ihr schon mal ein Eis in einem Getränkebecher bekommen? Ich noch nie. Also das ist jetzt auch für mich irgendwie das erste Mal. Aber naja gut. Die haben angeblich ja keine Becher mehr. Und deswegen mussten die das in einen Getränkebecher packen. Naja, ich glaube, ich sollte das mal lieber essen, bevor es bei der Sonne hier schmilzt. Also bis später. Ich sitze jetzt gerade am Schnitt dieses Videos und ich habe ja gesagt, ich werde euch den Facebook-Account bekannt geben, den ich extra gemacht habe. Das werde ich jetzt tun. Sofern ich die Prepaid-Karte habe, werde ich auch die Nummer in einem extra Video bekannt geben. Aber dazu habe ich ja alles schon genau gesagt. Und ja, jetzt werdet ihr den mal sehen kurz. Der sieht so aus. Robin Nenger heiße ich dort. Fragt nicht wieso, weshalb, warum. Ich werde euch das auf jeden Fall den Link hier oben in die Videobeschreibung packen. Wenn ihr dieses Profilbild habt hier mit meinem Hypergun-Logo, mit meinem alten und mit meinem jetzigen Banner, dann seid ihr richtig und dann könnt ihr mir, wenn ihr wollt, eine Freundschaftsanfrage schicken. Und dann können wir uns so ein bisschen austauschen schon mal und ich werde hier auch nochmal auf diesem Facebook-Account den Link zu meiner Homepage, beziehungsweise zu meiner Homepage ist Quatsch, zu meiner Facebook-Seite, der eigentlichen Facebook-Seite posten. Und ja, ich würde sagen, das war's dann jetzt von diesem Video. Alles Weitere, wenn irgendwas ansteht, wenn ich irgendwas zu sagen habe, werde ich dann in dem nächsten Video machen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, drückt einen Daumen hoch. Würde mich sehr freuen. Schreibt doch was in die Kommentare oder lasst auch ein Abo da, wenn ihr wollt. Die Social Media Links findet ihr unten in der Videobeschreibung oder auf meinem Kanal im Kanal Banner. Und ja, dann sehen wir uns halt beim nächsten Video. Und dann wünsche ich euch jetzt noch einen schönen Resttag. Für mich Resttag. Ich weiß nicht, wann ihr es guckt, aber auf jeden Fall noch einen schönen Tag und dann sehen wir uns halt dann beim nächsten Mal. Bis dahin, ciao.